Berlin, Hauptstadt und politischer Mittelpunkt Deutschlands. Von hier aus wird das Land regiert und dort wächst die nächste Politikergeneration heran. Ob Yvonne Plötz oder Johannes Vogel. Wir begleiteten sie auf ihrem Weg zwischen Tagespolitik und Idealismus. Daniela Kolbe oder Michael Adam. Sie verändern Deutschland und wir zeigen euch noch einmal die Highlights aus den vergangenen Wochen. Yvonne Plötz, 1984 in Saarbrücken geboren und seit diesem Jahr Mitglied des Deutschen Bundestages in Berlin. In ihrer Heimat im saarländischen Völklingen begleiteten wir Yvonne bei ihrer täglichen Arbeit außerhalb Berlins. Die 27-Jährige fällt gerne auf durch ihre ungewöhnlichen politischen Aktionen. Ihr ist es wichtig, nicht nur Reden zu schwingen, sondern Politik aktiv mitzugestalten und nah am Menschen zu sein. Es ist natürlich wahnsinnig wichtig, noch weiterhin vor Ort zu sein. Aber ich finde es auch auf der anderen Seite richtig wichtig, dass wir nicht nur parlamentarisch arbeiten, sondern auch außerhalb vom Parlament immer wieder zu sehen sind. Denn Politik wird nicht nur im Parlament gemacht, sondern insbesondere auch auf der Straße. Von der Straße ab auf die Matte. Privat zeigte uns Yvonne, dass sie sich auch dort eindrucksvoll durchsetzen kann, in ihrem Judo-Verein. Ich habe am Judo viel Disziplin gelernt. Ich habe Kampfgeist gelernt und ich habe gelernt, mit dem Gegner so fair umzugehen, dass er beim Kämpfen nicht verletzt wird. Und das sind sicherlich Tugenden, die man in Politik gut gebrauchen kann. Kämpferisch, ob privat oder in der Politik, aber immer fair. Das schätzen auch Yvonnes Freunde und Vereinskollegen. Ich schätze sie als Person, als Persönlichkeit sehr. Sie ist für mich über die Jahre immer jemand gewesen, das ist ein Wort, was zählt, auf den man sich verlassen kann. Und die auf jeden Fall anpacken kann. Nicht nur beim Kampfsport, sondern auch als aktives Vorbild in der Jugendarbeit. Also für mich ist Jugendarbeit wahnsinnig wichtig. Ich bin noch 25 Jahre alt. Das ist genau die Generation, die ich vertreten will in der Politik. Wir haben eine Politik, in der junge Leute einfach kaum eine Lobby haben. Und dafür bin ich einfach da, dafür bin ich gewählt worden. Und die Arbeit werde ich in den nächsten 3 Jahren noch ganz intensiv und leidenschaftlich und hochmotiviert machen. Yvonne Plötz, eine engagierte Politikerin, von der wir in Zukunft bestimmt noch viel hören und sehen werden. Genauso wie von Johannes Vogel. Der 28-Jährige interessiert sich seit seiner Jugend für Politik. Das hat er dann auch studiert und sitzt seit 2009 im Deutschen Bundestag. Johannes arbeitet, wie alle Bundestagsabgeordneten, abwechselnd in seinem Wahlkreis oder in Berlin. Dort gab uns der junge Anpacker einen Einblick in seinen Arbeitsalltag im Büro. Ohne gute Mitarbeiter könnte man als Abgeordneter seine Arbeit gar nicht machen. Also erstens, weil man sich so schnell in so viele Themen reinarbeiten muss, das kann man gar nicht alles selber lesen. Und zweitens, wenn man permanent auch Termine hat, wo man mit Leuten reden muss, vor Ort sein muss, im Plenum des Deutschen Bundestags sitzen muss oder im Ausschuss sitzen muss. Und parallel können dann sozusagen die Mitarbeiter schon irgendwas recherchieren oder raussuchen. Und das wird es überhaupt nicht gehen. Ich glaube, wichtig ist, dass man als Abgeordneter trotzdem dann am Ende nicht einfach blind übernimmt, was seine Mitarbeiter einem aufschreiben, sondern sich selber reindenkt und eine Meinung dazu bildet. Ohne Teamwork läuft hier nichts. Und Johannes zeigte uns, dass auch Politiker keine allwissenden Menschen sind. Unterwegs in seiner Heimat in Wermelskirchen wanderten wir mit Johannes auf den Spuren seiner unpolitischen Vergangenheit. Dort absolvierte er an der Rettungswache seinen Zivildienst. Soziales Engagement ist wichtig, weil sonst eine Gesellschaft, glaube ich, einfach nicht funktioniert. Wenn man nicht sich dafür interessiert, was demjenigen ist, der um die Ecke wohnt, mit dem man verwandt ist, mit dem man befreundet ist und nicht jeder an den anderen mitdenkt, dann kann eine Gesellschaft nicht funktionieren. So, hier sehen wir jetzt den Innenteil eines Krankenwagens, quasi mein altes Arbeitsfeld, damals zu Zivi-Zeiten. In der Zeit als Sanitäter hat Johannes gelernt, Verantwortung auch für andere zu übernehmen. Für einen Politiker eine gar nicht mal so schlechte Grundvoraussetzung. Da hat man natürlich super Respekt vor, ist ja auch richtig so, ist auch nicht, kein Spaß und nicht zum Spielen, aber irgendwann gewöhnt man sich dran, weil das muss man ja auch, das ist ja Teil, im Wesen der Ausbildung, man lernt irgendwann damit umzugehen, klar. Vom sozialen Engagement in der Heimat zurück nach Berlin. Ich
Ich komme ja selber von den Judis. Mir liegt die Organisation voll am Herzen. Ist mir super wichtig, weil es einfach ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche junge Leute sind, die mehr Freiheit in der Politik wollen, die einfach für ihre Überzeugung sich einbringen. Und das muss, glaube ich, so weitergehen. Wie ist denn das eigentlich mit Integration? Das ist ja jetzt gerade mega in den Medien. Für Johannes ist es wichtig, auch aus den eigenen Reihen kritische Fragen zu beantworten. Also ich finde es natürlich sehr cool, dass Leute wie Johannes Vogel oder auch andere junge Bundestagsabgeordnete zu uns kommen, mit uns immer wieder das Gespräch suchen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Und eine politische Bereicherung für Berlin. Auch Daniela Kolbe hat es dorthin verschlagen. Die studierte Physikerin wurde 1980 in Thüringen geboren und ist seit einem Jahr Bundestagsabgeordnete der SPD. In Leipzig begleiteten wir Daniela beim Schulprojekt On Tour. Die 30-Jährige liebt das direkte Gespräch. Mir ist es total wichtig, dass die Schüler mitbekommen, dass sie selber was verändern können. Also dass hier nicht jemand kommt, die da oben, ja, total wichtig, pupichtig, sondern dass ich jemand bin, der was verändern und bewegen möchte. Und dass sie aber auch Leute sind, die auch was bewegen können. Das ist mir eigentlich mein Anliegen, wenn ich in Schulen gehe. Eine von Danielas Botschaften scheint bei den Schülern besonders hängen geblieben zu sein. Wer was verändern will, der ist auf jeden Fall gut dabei, wenn er in die Politik geht. Danielas politische Arbeit begann bei der Sozialistischen Jugend Deutschlands, den Falken. Mittlerweile ist sie Mitglied in den verschiedensten Ausschüssen, unter anderem für Bildung und Forschung. Darum waren wir auch dabei, als sie in ihrer Heimat Leipzig das Max-Planck-Institut besuchte. Die Arbeit im Wahlkreis ist sehr wichtig für meine Arbeit in Berlin. Und bei so einem Termin wie jetzt hier nehme ich ganz konkrete Aufträge mit, um auch was für meinen eigenen Wahlkreis auch zu tun. Und was erhofft sich das Institut von Anpackerin Daniela? Ich wünsche mir, dass die Frau Kolbe die richtigen Connections hat in der Politik, um die richtigen Ansprechpartner zu finden, die dann auch Geld locker machen können. Das war Klartext. Doch bevor die junge Politikerin in Berlin Geld klar macht, informiert sie sich ausgiebig über das Umweltprojekt. Die Nachhaltigkeit von Mensch und Natur liegen der jungen Anpackerin besonders am Herzen. Zurück in den Berliner Großstadtdschungel. Dort nahm Daniela an einem politischen Speed-Dating teil und wir wichen ihr dabei natürlich nicht von der Pelle. Man weiß nie, was kommt. Auf alles kann man nicht vorbereitet sein. Das meiste oder vieles habe ich im Kopf. Und da hilft dann eigentlich nur entspannt sein, zuhören können. Ich glaube, dass Leute mit ihrem speziellen Thema kommen. Dass es aber auch ganz allgemeine Themen gibt wie Politikverdrossenheit und dergleichen. 6 kritische Bürgerinterviews, nur 6 Minuten Zeit, aber Daniela schlägt sich wacker. Sie weiß ja auch, wovon sie spricht. Ich könnte nicht ohne Politik, das habe ich irgendwann gemerkt. Das ist eher vielleicht eine Berufung, also etwas, was man mit Herz und Seele macht. Daniela Kolbe, eine Vollblutpolitikerin, die auch zukünftig mit Herz und Seele kräftig mit anpackt. Im Bayerischen Wald in Bodenmais packte es Michael Adam, Deutschlands jüngster Bürgermeister zu werden. Mit 23 Jahren ist er gewählt worden und mittlerweile seit 2 Jahren im Amt. Und seit dieser Zeit ist der junge Bürgermeister mit seinen Aufgaben gewachsen. Michael erzählte uns, dass es nach seiner Wahl im örtlichen Rathaus für ihn nicht immer ganz einfach war. Ja, das ist schon schwierig, wenn man hier in einem Ort gewählt ist, der relativ überschaubar ist. Da ist man als Bürgermeister wirklich für alles verantwortlich. Also das kann einem einen Kick geben. Also man hat fast so einen kleinen Gottheitenstatus so als Bürgermeister. Aber es ist natürlich auch oft eine große Belastung. Wenn man dann weiß, wenn ich keine Entscheidung treffe oder wenn ich die falsche treffe, dann geht das den Bach runter. Wir begleiteten Michael bei seinem Gang durch die Gemeinde und stellten fest, dass es in Bayern beim Pläuschen mit seinen Bürgern immer ein wenig zünftiger zur Sache geht. Mein bester Freund kommt zu mir und trinkt ein halbes Jahr. Da holt der Hans natürlich ein halbes. Das ist recht. Ich mach's aber wieder cool. Jawohl, Prost, Bürgermeister. Prost und auf zum nächsten Ortstermin in der Schule. Ich habe euch heute einen Special Guest mitgebracht. Und ihr wisst ja alle, die 10. Klasse liegt ihm besonders am Herzen.
Und er war letztes Jahr schon Pate für diese Klasse und er wird es heuer wieder machen. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Dass sich der Special Guest ab und zu in der Schule blicken lässt, kommt bei den Jugendlichen immer gut an. Ich finde ihn eigentlich sehr cool, weil er anders ist wie die anderen. Er ist sehr offen, redet viel mit uns und kommt auch oft und besucht uns. Also ich finde ihn einfach super. Es kommt ihm einfach seine Jugend zugute. Deswegen hat er einen sehr guten Draht zu den Jugendlichen. So soll es sein, denn dieser Draht funktioniert einwandfrei und gehört zweifelsohne zu den Aufgaben eines Anpackers. Doch auch die haben mal Feierabend. Michael lud uns zu sich nach Hause ein und wir durften beim perfekten Dinner mit Freund Tobias dabei sein. An Michael schätze ich einfach eher den Menschen Michael Adam, weniger den Bürgermeister, für mich privat. Und ich bewundere ihn immer wieder sehr, dass der das alles so unter einen Hut kriegt. Die Bodenmeister haben an sich kein Problem damit, dass ich mit einem Mann zusammenlebe. Aber ich glaube, dass es immer so lange akzeptiert wird bei uns in der Gesellschaft, wie man das nicht sonderlich zeigt. Wenn man das irgendwo besonders ausladend betreibt, dann stößt man da, glaube ich, schon noch an echte Grenzen. Wir bewundern Michael für die ungewöhnlich tiefen Einblicke in sein Privatleben. Aber auch alle anderen 8 Anpacker, die uns in den vergangenen Wochen einen unverblümten und ganz anderen Blick auf ihren Beruf werfen ließen. Politisch und privat. Sie sind die nächste Politikergeneration. Für uns sind sie die Anpacker.